die unterdrücken dein Volk, der Ewige, und dein Land, dein Erbe wird auch gepeinigt. Und die Witwe und der Fremde werden getötet und die Waisenkinder, die werden ermordet. Und dann kommt noch diese Überheblichkeit dazu im siebten Satz. Die sagen nämlich auch: Lo yire Yahweh, lo yavine, lo Yaakov. Gott ist ja so ein alter Mann, der da irgendwo sitzt mit einem weißen Bart und der kann da gar nichts machen, der kann sich da nicht einmischen, der sieht das nicht mal, er sieht das nicht mal, er nimmt es gar nicht wahr und er versteht auch gar nichts. Und das sind eigentlich die ersten sieben Sätze. Anbetracht der unheimlichen Chuzpa von dieser Frechheit und Kühnheit und Verdorbenheit von diesen Reshaim, die im dritten Pasuk auch genannt werden am Namen Reshaim zweimal. Und wir fragen da auch, Ad Matai, also wir haben ein Ertragungsvermögen, haben wir schon, wir können einiges tolerieren. Wir glauben ja an Gott, wir glauben an die Gerechtigkeit, wir wissen, dass alles in unseren Augen eine verzerrte Sicht der Dinge ist. Aber Ad Matai, bis wann? Wir sind Menschen. Wir können das nicht dulden, so lange zu sehen, dass die immer oben sind und wir unten. Admatai ja alosu. Das Wort ja alosu im dritten Satz am Ende, das kommt vom Wort Alis. Vielleicht haben Sie mal den Namen gehört, Alisa. Schon gehört? Alisa. Ja. Ja, das ist ein Name, das ist ein tanachischer Name. Alisa kommt eigentlich vom Wort Alis. Und Alis bedeutet fröhlich. Die Alisa, das ist die weibliche Form von Alis. Und Alisa heißt in dem Fall die Fröhliche. Also wenn Sie eine Alisa kennen, die nicht fröhlich ist, bitte erinnern Sie sie an ihren Namen und sie soll sich gefälligst ihrem Namen treu benehmen. Und wenn hier steht, ja, Alosu, das ist die Verbform in der Zukunft. Also wie lange noch werden die Bösewichte fröhlich sein? Aber hier ist natürlich mehr als fröhlich sein. Hier ist bei der Wurzel ein Lamed sein, das ja heißt fröhlich sein, frohlocken, was weiß ich. Da ist auch angedeutet eine andere Wurzel, die dieselben Buchstaben hat, die aber in einer anderen Reihenfolge vorkommen. Nämlich anstatt ein Lamed sein, ich tue es mal hier anstreichen, damit Sie es genau sehen, wovon ich spreche, ja, die drei Buchstaben hier. Ein Lamed sein, wenn Sie das lesen, Lamed ein sein, also Sie verdrehen die zwei ersten Buchstaben von der Wurzel, dann kriegen Sie Laas. Und Laas ist schon eine Art, ein Spott. Und es könnte sein, dass bei Ihnen auch so übersetzt ist, aus Versehen oder aus tiefem Erkenntnis heraus. Also wie lange werden sich die Bösewichte noch spöttisch sozusagen fröhlich zeigen können, nicht? So ähnlich kann man das alles kombinieren. Will jemand seine Übersetzung vorlesen? Prahlen und Jauchzen sind unsere Übersetzungen. Sehen Sie, das ist es ja genau. Prahlen und Jauchzen, das ist ja genau das. Das ist die Fröhlichkeit und der Hohn, diese Mischung von Fröhlichkeit und Hohn, weil die Fröhlichkeit aus dem Bewusstsein kommt. Schau mal, wie wir Verdorbenen und Bösen, wie es uns gut geht, wie unangetastet wir unseren Frevel treiben können. Und die anderen, die sogenannten gerechten, frommen, die sehen ja aus, die armen Kerle, denen gelingt ja gerade gar nichts. Und da vermischt sich dann eben diese Fröhlichkeit mit diesem Hohn, mit diesem Prahl und das alles in diesen Buchstaben drin, ein Lamed sein und Lamed ein sein, gleichzeitig Fröhlichkeit und auch eben Prahlen, Spotten und so weiter. Freut mich sehr, dass die Übersetzung, die Sie vor sich haben,
diesen tiefen Bedeutungen von diesem Stamm wirklich Rechnung tragen. Das ist sehr schön. Darf man wissen, welche Übersetzung Sie uns da vorgelesen haben, Herr Johanan? Prahlen war Luther und Jauchzen war Zuns. Ach so, Sie haben zwei Übersetzungen miteinander kombiniert. Dann muss ich mich ab heute Lunz nennen. Oder Zucker. Okay. Ja, na gut. Nein, wegen der Symbiose. Und beim Zuns steht Jubeln. Ah, bei Ihnen steht bei Zuns Jubeln und beim Herrn Johannan steht Jauchzen. Entschuldigung, Elberfeld. Elberfeld. Übrigens, Sie müssen mir mal erklären, wegen meinem Loch in meiner allgemeinen Kultur, wer das eigentlich war, Elberfeld. War das ein Jude, war das ein Nicht-Jude? Ist es, lebt er noch? Wo hat er gelebt? Können Sie etwas über ihn sagen? Also sonst fragen wir alle mal den Herrn Google, der weiß bestimmt. Das ist okay. Nicht ein Mensch. Wie bitte? Das Elberfeld ist bestimmt ein Ort oder eine Stadt und kein Mensch, vermute ich. Ach so. Na gut, aber vermutlich. Vermutlich ich weiß es nicht genau. Ich nehme an, der Mensch hat die Übersetzung gemacht und nicht die Landschaft. Aber natürlich würde mich. Weil Zürcher heißt ja auch und ist eine Stadt, oder? Genau. Oder es gibt auch Leute, die heißen Zürcher. Es gibt schon auch Leute, die heißen Zürcher, aber sie haben recht, eventuell. Müsste man mal prüfen, ja? Müsste man mal prüfen. Also wenn ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich die Bibel übersetzen würde, also ich würde das gleich die Bruckner Bibel nennen, einfach weil ich mir das nicht entgehen lassen würde, meinen Namen dort als Krone aufzusetzen. Aber okay. Lassen wir es bei dem. Gut, auf jeden Fall. Das war der erste Teil. Das sind die ersten sieben Psukim hier von diesem Kapitel. Die haben wir damit kurz zusammengefasst. Es herrscht also eine absolut fürchterlich schlimme Atmosphäre und wir wenden uns an Gott, an den Richter im zweiten Satz, Shofet Haaretz, der Richter der Welt oder der Richter des Landes. Er möge sich erheben und diesen Geimme, wie es am Ende des zweiten Satzes heißt, auch ein Synonym für die Reshaim, für diese Bösen, Geim, das kommt vom Wort Ge'e. Ge'e ist ein Stolzer, eben ein Überheblicher, ein Hochstapler. Also gegen diese Geim möge Gott, er möge ihnen den ihnen gebührenden Lohn bezahlen, also das, was ihnen bekommt. Denn wir können das ja, wir sind unterdrückt und wir werden dahingeschlachtet. Und die machen das alles noch mit einem philosophisch-theologischen unterwanderten Bewusstsein von Gott sieht nicht, Gott versteht nicht und so weiter. Vielleicht hier auch dieser Akzent auf Elohei Yaakov, gerade eben der Gott von Jakob, der sieht es nicht. Ja, okay. Und dann kommt im achten Satz als grelles Kontra zum Satz 7, auf Ivrit kommt das sehr schön zum Ausdruck, weil am Ende vom Satz 7 heißt es auf Ivrit, Velo yavin Elohei Yaakov, Velo yavin, es wird nie verstehen. Yavin, dieses Wort Yavin, wie Sie wissen, auf Ivrit, die unter Ihnen, die da so ein bisschen Kenntnisse haben. Einsicht. Ja, Bina ist Einsicht, genau. Und man sagt ja, das Verb ist ja lehavin, verstehen. Man fragt immer mal zuerst jemand, atamevin ivrit? Atamevin ivrit, verstehst du ivrit? Okay, und dann ist die Antwort in der Regel, ani lo mevin ivrit, okay. Ani lo medaber ivrit, ani lo mevin ivrit, ani lo mevin klum. Ich verstehe gerade gar nichts. Und hier kommt dieses lo yavin am Ende vom siebten Satz. Direkt danach kommt das binu, auf ivrit, binu am Anfang des achten Satzes. Also Binu ist ein Aufruf, versteht doch, seht doch ein, ja, dass ihr die Boarim Ba'am. Und interessant jetzt, man nennt sich an die Boarim Ba'am, also an die Dummen im Volk,
auch das Wort Chsilim, das nachher kommt, die gefragt werden, Matai das Kilu, also ihr, die Dummen, wann, wie wohl das Wort Matai, das ist natürlich auch nicht ungefähr, oben hatten wir schon Matai, Admatai, bis wann und jetzt wieder wann. Das heißt, Gott kontert mit einer Gegenfrage, bis wann dauert es, bis ihr versteht? Ja, ihr fragt mich, wie lange ist es noch so? Ich frage euch, wie lange dauert es, bis ihr versteht? Ja, ihr versteht ja das Kilo übrigens, das Wort das Kilo hier auf Hebräisch, sehen Sie, da ist ja drin die Wurzel Sin, Kaf Lamet, Kaf ist Kaf, davon das Wort Sechel. Und vermutlich auch in Deutschland, im Sprachgebrauch, die Deutsch reden, die sagen manchmal vielleicht, benutzen vielleicht manchmal das Wort Seichel oder Sechel, wenn jemand kein Sechel hat oder einen verstopften Sechel hat oder irgend sowas. Also, gibt es keine solche Ausdrücke in Deutschland? Nein. Nicht bekannt. Ja, also Hausaufgaben machen. Auf jeden Fall, Sechel heißt Verstand. Ja, Sechel heißt Verstand. Und hier wird gefragt, wann habt ihr eigentlich Verstand? Ja, wann? Das heißt, ihr kommt mit mir mit Fragen, ich komme auch zu euch mit Fragen, weil es ist so schwer zu verstehen. Ja, also, und dann kommt natürlich dann kommt das Offensichtliche im neunten Satz. Hanota ozen alo yishma. Hier fragt nun Gott eine rhetorische Frage. Derjenige, der das Ohr einpflanzt beim Menschen, ja, wird der nicht hören können? Da meint ihr wirklich, dass ich wirklich nicht mehr. Jetzt meint, das richtet sich natürlich auch an die Bösewichte. Natürlich. Aber das richtet sich auch an die vorher diese Fragen gestellt haben. Ja? Also, Entschuldigung, ihr seid doch logisch. Im Yotzerein, hallo Yabit, wer das Auge geschaffen hat, der wird nicht sehen können. Meint wirklich, Gott hört nicht, Gott sieht nicht, Gott realisiert nicht, Gott nimmt nicht wahr. Ja? Und dann Hayoser Goyim, hallo Yachir, der der Völker, also peinigt, würde ich sagen, prüft, peinigt. Da wird doch, wird der nicht bestrafen, sagen wir mal, und den Menschen eben Wissen beibringen, also quasi sozusagen die Lektion erteilen, würde ich jetzt auf freies Deutsch sagen, im 10. Satz. Ja. Also das sind so Sätze, die hier diese Attacke gegen Gott, dieses Hadern, zurückschlagen mit Gegenfragen. Und dann kommt natürlich die Schlussessenz, die Schlussfolgerung im 11. Satz. Adonai yodea machshvot adam kemaben. Also der Ewige kennt doch die Gedanken des Menschen und die sind gar nichts wert. Bitte, Johanna. Wie selbstverständlich sprichst du davon, dass hier Gott nun redet ab Vers 8. Aber das kann genauso ein Mensch sein. Genau der Vers 11 deutet für mich darauf hin, dass es ein Mensch ist, der so redet und dann eben auch sagt, der Ewige ist es. Also, vollkommen akzeptabel, was du sagst und sogar gutes Beweismaterial hast du auch gebracht. Ist er eher ein Mensch, der spricht? Also ein Dialog findet hier statt in diesem Kapitel zwischen Menschen und nicht so, wie ich das gesehen habe. Das ist wirklich interessant, weil ich habe mir da am Anfang gedacht, man wendet sich ja an Gott, ja. Also El Nekamot Hashem, El Nekamot Hofia im ersten Satz, wir wenden uns an Gott. Man wendet sich an Gott. Hinase Shofet Haaretz, ja. Jetzt gut, da kann man natürlich sagen, erhebe dich, Richter der Welt. Oder es solle sich erheben, der Richter. Da ist auch eine Frage, ob man hier Gott anspricht. Aber es sieht schon so aus. Hashem Gemul al Geim. Also da wenden wir uns schon an Gott. Und wir sagen auch im 5. Satz, dein Volk, der Ewige, wird unterdrückt, dein Erbe. Wir sprechen ihn also direkt an. Und eigentlich, wenn dann dieses Binu kommt, dieses im 8. Satz, das Entgegnen, da habe ich mir einfach gedacht, okay, Gott ist der angesprochene Partner, also entgegnet er auch mit seinen Argumenten. Aber ich bin natürlich einverstanden, wenn im 11. Satz dann Gott von sich selber sagt, Hashem, Yodea Machshvot Adam,
Das ist dann auch wieder komisch. Es könnte sein, dass hier ein Trialog stattfindet. Also eine Seite von denen, die eben diese schwerwiegenden Argumenten vorbringen, dann eine quasi Person oder eine oder verschiedene Personen, die darauf antworten, Gott, der darauf antwortet, und dann eine weitere Person, die dann quasi die Partei Gottes ergreift und sagt, ja, das ist doch klar, der Ewige, der weiß doch, was die Menschen denken, der kennt doch die Gedanken der Menschen, der hört, der sieht, der weiß doch alles. Und das ist doch alles Quatsch. Ja, das ist doch alles Quatsch. Kihema Havel, dieses Wort Havel, das kennen wir auch von den Sprüchen, ja, von das Shlomo HaMelech geschrieben hat, Kohelet, dort kommt genau. Dieses Wort. Ersten Satz, Hevel Havelim. Bitte? Ich wollte noch sagen, genau, und bei mir steht, dass es die dritte Person ist. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, steht bei mir. Ja, und haben Sie dort auch so Anschriften, wer das sagt, oder wenn Sie jetzt sagen, die dritte Person? Nee. Ah, okay. Sie verstehen es einfach so, weil es ist in der dritten Person Einzahl aufgetragen, ja? Ja. Okay, eben, drum gehe ich davon aus, es kann ein Trialog sein, und das ist ja auch okay. Das soll auch so sein. Okay. Und vielleicht auch der 12. Satz im Anschluss an den 11. dann, in dem gesagt wird, Ashreya Gever, Ashete Yasrenu Ya, Umitoratra Telamdenu, das ist bestimmt nicht Gott, der das sagt, sondern das ist wiederum irgendeine belehrende Persönlichkeit, die sagt, wohl dem Menschen oder dem Manne, der von Gott gepeinigt wird, weil tust du doch deine Tora unterrichten. Also das heißt, es gibt einen harten Weg, die Lehre Gottes zu erfahren, auf dem Weg der Peinigung. Ist nicht angenehm, ist nicht, wünsche ich niemandem, auch nicht mir selber, aber es ist eine Variante. Limut Torah, Lilmot Torah, nicht immer eine Tätigkeit, die man tut unter, sagen wir mal, angenehmen Bedingungen. Nicht immer. Sitzt man im Salon, im Pyjama, Kamera ausgeschaltet und im Sofa und hört sich ein Shiur an. Es gibt manchmal auch Situationen im Leben, wo man die Torah erfahren muss von Gott auf unangenehme Art und Weise, wo man geprüft wird. Und nicht nur das, Gott sagt, beziehungsweise hier wird gesagt, Ashrei HaGever, glücklich der Mann. Vielleicht gerade Gever, im 12. Satz, das Wort Gever, ist ja ein besonderes Wort, Gever, wir sagen normalerweise Ha'ish, Ashrei Ha'ish, glücklich der Mann, oder Ashrei Mi, glücklich der, wer, oder kann man alles mögen, was ist gerade Gever. Gever weist darauf hin, dass hier verlangt wird, dass man stark ist. Gever vom Wort Gvura, Stärke, im Sinn von Stärke, im Sinn von der Fähigkeit, seine eigenen Triebe zu überwinden. Hier in diesem Falle der Trieb des Menschen unter schweren Problemen und Bedrängnissen und schwierigen Situationen eben zusammenzubrechen. Und da muss man stark sein. Innerlich ist natürlich gemeint, nicht muskulös, sondern innerlich stark, seelisch, persönlich, um in diesen schweren Situationen, da man geprüft wird und gepeinigt wird, tatsächlich dann die richtige Lektion zu lernen aus der Tora. Ja. Ich kann gut reden, es geht mir gut. Ja, mein Name ist Yechiel Bruckner, angenehm. Ich bin überglücklich, wo ich bin und was ich bin. Es geht mir wirklich immer gut. Und ich beklage mich überhaupt nicht. Aber ich sehe schon auch Menschen, denen geht es nicht so gut. Und ich glaube auch meinem Vater, seligen Angedenkens, ging es nicht so gut immer in seinem Leben. Und ich muss jetzt nicht jedes Mal detaillieren. Aber ich glaube, wer die Kraft hatte, dann in dieser Situation zu sagen, ja, hier will Gott mir auch eine Lektion erteilen und ich muss jetzt lernen, was Gott mir jetzt sagen will in dieser Situation, das ist wirklich ein Gever.
ein echter Starker. Geber, übrigens Geber, auch Gibor, der Held. Eben auch das Warten können im 13. Satz, quasi diese schlechten Tage in Ruhe, Lashkit, Sheket, in Ruhe abwarten zu können, bis endlich mal dem Rasha dann die Schlucht oder der Abgrund aufgeht. Nicht, das ist ja schwierig. Und jetzt kommt im 14. Satz, ich würde das eins von den Kernsätzen von diesem Kapitel nennen, ohne zu übertreiben, und auch ein Kernsatz überhaupt in unserem Leben und in unserer Tora. Der Satz lautet, Ki lo yitosh Adonai amo, menachalato lo yaazov. Und jetzt habe ich eine Frage an die Anna oder den Yechiel. Jetzt möchte ich schnell einen Stopp machen und zu diesem Satz, Satz 14, möchte ich ein Lied hören. Aber nur, wenn es wirklich bereit ist, ich weiß es natürlich nicht. Jetzt muss ich schnell nachschauen, ich komme gleich zurück. Okay. Okay, mal schauen, ob was passiert. Ich habe Ihnen eine Vertonung von diesem Satz. Ki lo yitosh Hashem amo, denn Gott verlässt sein Volk nicht. Ve et nachalato lo ya'azov. Und sein Land verlässt er nicht. Das lässt übrigens schließen darauf, dass dieses Kapitel, das zwar sehr allgemein abgefasst ist und jeder Mensch kann sich damit identifizieren, mit der Frage, mit der Antwort, mit dem ganzen Dialog, der sich in uns drin auch immer wieder abspielt. Wir reden ja mit uns selber, wir hadern mit uns selber und kämpfen mit uns selber. Und dann kommt hier dieser Satz, der sagt, nein, Gott, aber eben von diesem Satz kann man nicht nehmen, da ist schon eine bestimmte Orientierung auf ein sehr spezifisches Problem, das man nennen kann, BDS oder Antizionismus oder Antisemitismus. Was wollen die Leute vom jüdischen Volk? Was wollen die Leute von Eretz Israel? Gott verlässt sein Volk ja sowieso nicht. Er wird es nicht fallen lassen, würde ich sagen. Er wird es nicht fallen lassen. Er wird es nicht im Stich lassen und er wird das Land auch nicht verlassen. Da ist gar keine Hoffnung. Auch wenn wir meinen, aus verschiedenen politischen Überlegungen, wir müssen das Land verlassen, da hilft dir gar nichts. Gott wird die Dinge so drehen, dass du das, er wird das Land nicht verlassen. Ja? Das ist das Land Gottes. Und so ist das. Jetzt dieser Satz, bevor Anna das Lied abspielt, ein kurzes Lied, das haben wir schon in der Jugendbundzeit gesungen, vor 40, 50 Jahren mit großer Begeisterung. Dieses Lied hier schön vorgetragen, bald werden Sie es hören. Das hat natürlich auch seinen Ehrenplatz im Sidur. Paradoxerweise, obwohl ich gerade in Deutschland bin, kein Sidur dabei von Schmarkolen, aber die Scherz, die können das bestimmt schnell herausfinden. Dort wissen Sie, wo das Ashrei Yoshve Vetecha ist. Gerade vorher hat es einen Abschnitt, der beginnt mit den Worten Yehi Chevod Hashem. Das ist am Anfang von den Psukei de Zimra. Ja, Familie Schert, haben Sie schon gefunden im Sidur? Können Sie uns allen sagen, auf welcher Seite das steht? Ja, ich warte. Es darf auch jemand anders sprechen. Ich habe den ganzen Psalm gefunden. Es gibt den, es ist so, wir haben den Psalm 145, das ist das Ashrei, ja? Ja. Dann haben wir vor diesem Psalm haben wir einen Abschnitt, der beginnt mit Yehi Chavod. Das ist kein definiertes Kapitel von Psalmen. Ja, das habe ich Seite 314. Ah, Sie sind dort auf Seite 314, das ist mir zu weit vorne. Sie müssen das erste. Heiligung Gottes sei für ewig. Ah, der ewige Vater.
Freuen seinen Werken. Und dann kommt Aschrei. Und dann vor dem, vor dem Aschrei, drei Sätze vorher, kommt dieses, oder vier, fünf Sätze vorher, kommt dieser Pasuk dort vor. Und jetzt hören wir uns zuerst das Lied an, das uns Anna einblendet. Gesungen scheinbar von, wie das aussieht. Hashem Hoshia, HaMelech Ya'anenu Hashem Hoshia, HaMelech Ya'anenu HaMelech Ya'anenu Yom Kohenu. Das Pasuk steht nicht in unserem Kapitel. Hashem Hoshia, HaMelech Ya'anenu HaMelech Ya'anenu Yom Kohenu. Hashem Moshiyo, HaMelech Ya'anenu, Hashem Moshiyo, HaMelech Ya'anenu, HaMelech Ya'anenu, Ve'yavo Em Koreinu. Hashem Moshiyo, HaMelech Ya'anenu, Hashem Moshiyo, HaMelech Ya'anenu, HaMelech Ya'anenu, Ve'yavo Em Koreinu. So, ja, abbrechen. Da kommt gleich das nächste Lied, aber das war nicht das Programm. Okay, Sie haben übrigens festgestellt, wir hatten den Pasuk Ki lo yitosh Hashem amo, nachalato lo ya'azov, unser Pasuk. Und dann kam noch dazu, Hashem Moshiach Melech Ya'anenu v'yomkerenu, das ist im Siddur, in unserem Gebetsbuch, ist das dann eins von den folgenden Psukim, aber das ist natürlich nicht in unserem Kapitel. Haben die Scherzes das jetzt herausgefunden, wo das steht? Ja, ich glaube schon. Okay, gut. Okay, wie gesagt, Ehrenplatz im Siddur, weil das ist ein sehr zentrales Motiv. Natürlich, erstens mal unsere Antithese zur These des Christentums, das behauptet, Gott habe sein Volk verlassen. Und wir sagen hier in den Worten von dem Kapitel 94, nein, ki lo yitosh Hashem amo, Gott hat sein Volk nicht verlassen. Übrigens, yitosh in Zukunftsform wird sein Volk nicht verlassen oder vielleicht eine gegenwärtige Zukunft wird niemals sein Volk verlassen, verlässt es einfach nicht. Nicht in der Gegenwart, nicht in der Zukunft und auch sein Land nicht. Okay, das gehört nämlich zusammen, Land und Volk. Okay, jetzt habe ich mich aber genug ausgelassen zum 14. Satz von ersten der fünf Kapitel, die wir heute lernen. Das kann ja in diesem Rhythmus noch bis Mitternacht gehen. Okay, es ist auch hier die Rede von Zedek, Mishpat, schauen Sie sich den 15. Satz an, Zedek, Gerechtigkeit, Yashuv, etwas geht zurück, Mishpat, das Gericht, Kol Yishrei Lev, Yosher, die Geradheit, also
Wir sind uns dessen so sicher, dass Gott sein Volk nicht verlässt und auch nicht sein Land, weil wir sind überzeugt davon, dass Gott Gerechtigkeit walten lässt und schlussendlich das macht, was das gerade denkende Herz, wenn man so sagen kann. Und dann kommen wieder, sagen wir mal, wir kommen nochmals zurück zu dieser unheimlichen, zu diesem unheimlichen Gefühl von Ohnmacht gegenüber dieser Übermacht der bösen Menschen. Hier ist erwähnt wieder Mereim und die Frage ist, Yakumli im Mereim, das ist eine rhetorische Frage, wer kann mir denn beistehen gegen diese Bösen und Mereim sind wieder, das ist so eine Mischung wieder von Leute, die sind böse, Raim ist da drin, aber auch Mereim ist wieder ein höhnisches sich freuen, ja, und so weiter. Und wir sagen im 17. Versuch, wie wenn wir ein bisschen zurückkrebsen würden jetzt, würde der Ewige mir zu Hilfe kommen, ja, dann würde ich zu meiner Seelenruhe kommen, so verstehe ich das. Ich war schon in einem Zustand, als ich im 18. saß, da ich mir selber gesagt habe, ich klappe zusammen, Mataragli, meine Füße halten mich nicht mehr. Doch deine Gnade, Ewiger, hat mich gestützt. Und dann kommen wir nochmals im 19. Satz zu diesem, ja, vor lauter Kummergedanken in meinem Eingeweiden konnte meine Seele sich nur noch deiner Trostworte beruhigen. Und ich habe mich manchmal gefragt, heißt im 20. Satz, kann es denn sein, dass Gott quasi kooperativ wird mit all diesen Kreaturen, welche so Schlimmes kreieren, irgendeine Realität, die über dem Gesetz steht, die sich in Gruppen zusammentun, um die Seele des Gerechten und sein Blut, das Blut des Sauberen eben zu fließen lassen und so weiter. Aber nein, im 22. und 23. Versuch werden die Dinge nochmals klar hergestellt. Der Ewige ist es, der mir ein Misgav ist. Und ein Misgav ist ein Ort der Kraft. Ein Ort, wo man eben Kraft schöpfen kann. Und auch ist mein Gott mir zu einem Felsen, an dem ich mich stützen kann, an dem ich mich verbergen kann, an dem ich mich sicher fühlen kann. Und wiederum im 23. Pasuk, Gott tut natürlich mit dem bösen Gericht, wo das genau geschieht, ist es nun auf dieser Welt, auf der nächsten Welt. Na gut, das sehen wir ja, wir sehen das nicht immer so klar. Was auffällt in diesem Kapitel generell, es hat sehr viele Fragen, zum Teil etwas launisch sogar, ja, Gott gegenüber und dann wieder auch sehr viele rhetorische Fragen, auch aus einem ganz tiefen Gewissen aus, wer denn, wenn nicht er, ja, und wie denn nicht, so, und so weiter. Sehr viele Fragen, das macht das Ganze viel dramatischer und interessanter, das ist ein interessantes Kapitel. Und ich möchte noch etwas erwähnen vom Sidur. Es gibt ja am Ende von der Tfila, am Vormittag, am Schacharit, gibt es das sogenannte Shir Shel Yom, also das Lied des Tages, the Song of the Day. Und dieses Kapitel ist das Lied des vierten Tages der Woche. Also gerade gestern Morgen, am Mittwoch, haben wir am Ende der Tfila überall, in allen Bate Knesset, also in allen Synagogen, egal welche Gemeinde man angehört, das wird gesagt, jeden Tag hat sein Kapitel und das ist das Kapitel vom vierten Tag. Natürlich ist das parallel zu dem, was im Tempel geschehen ist. Im Tempel hat man am vierten Tag dieses Kapitel gesagt und so tun wir das weiterführen und vergessen damit nie, dass sie... Man muss wieder mal sagen, im Gegensatz zu dem, was die UNESCO zu behaupten meint, in ihrer, mit ihren
mit ihrem hohlen Verstand, ist also das jüdische Volk tagtäglich mit dem Tempel verbunden, sogar am Ende der Tfila, indem es das Lied der Leviten spricht, die es gesagt hat, am Berge des Hauses, am Har HaBait, mit Haus ist natürlich gemeint, nicht irgendein schönes Chalet in den Schweizer Alpen, sondern es ist gemeint, das Hause Gottes, das Beit HaMikdash, das dort war in Jerusalem, wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht. Aber so oder so, ich habe mich gefragt, warum gerade am Mittwoch dieses Kapitel? Warum gerade am Mittwoch? Habe ich mich gefragt. Und am Mittwoch ist ja, wie das Wort auch auf Deutsch sagt, das ist die Mitte der Woche. Auf Ivrit ist Mittwoch Yom Revi'i, der vierte Tag. Drei Tage gehen ihm voraus und drei Tage danach haben wir mit Shabbat, ja, der siebte Tag. Siebter Tag ist das Ende der Woche, Shabbat. Also wir haben nach Mittwoch haben wir Donnerstag, Freitag, Shabbat. Vor Mittwoch haben wir Montag, Dienstag, nein, Sonntag, Montag, Dienstag. So ist es, Sonntag ist der erste Tag. Okay, und warum gerade am Mittwoch dieses Kapitel? Sagen wir es doch am Dienstag, sagen wir es doch am Donnerstag. Und ich habe mir halt gedacht dazu, so ein Gedanke, den können Sie akzeptieren oder nicht. Es ist schon so, dass der Mittwoch halt eben die Mittelangel ist von der Woche. Und vielleicht gerade deshalb hat sie zwei Qualitäten. Erstens mal, da wo die Mitte ist, da schwankt es ein bisschen. Ja? Das ist, bin ich jetzt da oder bin ich da? Ja, und genau wie dieser Dialog in diesem Kapitel, dieses ambivalente Verhältnis zu dem, was wir sehen und erfahren in unserer so grausamen Welt. Ja? Immer wieder diese Anschläge, wo unschuldige Menschen einfach plötzlich von einem Auto getötet werden, an dessen Steuer jemand sitzt, der einfach gottlos dahin fährt. Und wir fragen dann, bis wann kann das noch so sein? Ad Matai. Tatsächlich, wir stellen Fragen. Und dann sagen wir uns wieder, Gott, es kann ja nicht sein, dass Gott das nicht sieht und nicht weiß. Und es wird bestimmt Gerechtigkeit getan werden am Ende der Sache, aber es ist für uns sehr schwierig. Also deshalb vielleicht der Tag in der Mitte der Woche, weil der ist der Tag, wo man so ein bisschen ambivalent eben sein kann. Und es ist vielleicht auch das, dass wir uns wirklich wenden an den Shofet Haaretz, den Richter der Welt. Du hast doch die Welt geschaffen und deshalb als Schöpfer der Welt und Richter der Welt erwarten wir von dir, dass du Gerechtigkeit walten lässt in der Welt, die du geschaffen hast. Und natürlich muss man immer noch einen Satz hinzufügen, wenn wir sprechen von den Bösewichten, jeder von uns hat einen kleinen Bösewicht in sich drin und jeder von uns kann dieses Kapitel auch ganz anders lesen und eigentlich von dem reden, der in ihm drin ist und sich fragt, ja, wie lange tut er noch seine tugendlosen Dinge tun und wann wird Gott mir helfen, das zu überwinden? Ja? Okay, und jetzt musste ich gerade gähnen. Und das ist, weil jetzt das nächste Kapitel, was mit Shabbat zu tun hat. Aber wollen Sie noch eine Frage stellen oder eine Bemerkung zu dem Kapitel? Ich muss Ihnen sagen, ich habe es echt genossen, mit Ihnen dieses Kapitel zu lernen. Das war ein echtes Erlebnis. Wirklich. Danke. Ich möchte eine Bemerkung machen. Bitte. Zur Zürcher Bibel. Jawohl. Bei mir steht genau drin, wer das geschrieben hat. Aha. Also, es geht zurück auf den Reformator Zwingli sogar. Ja. Es wurde 1907 bis 1931 im Auftrag der Kirchensynode neu übersetzt. Der Herausgeber ist der Kirchenrat des Kantons Zürich. Also jetzt bin ich stolz, Zürcher zu sein, muss ich ehrlich gestehen, nachdem ich das gehört habe. Immerhin habe ich dort doch 29 Jahre gelebt und auch gelernt im Gymnasium und auch im Kindergarten war ich dort, also muss ich schon sagen. Und ich habe auch
an einem Ort gewohnt, wo ich sowohl die Reform, die protestantische Kirche und auch die katholische Kirche, ich habe alle Stunden und Viertelstunden Schläge der Kirche gehört, der Glockenschläge. Bin also sehr kirchenhaft aufgewachsen, trotz meines jüdischen Hauses. Und freue mich, dass die Zürcher Synode diese Übersetzung angeordnet hat. Und wir profitieren jetzt davon auch in unserem Schiur. Und das ist ja das Schöne. Okay, herzlichen Dank. Also bei den Zürchern ist es wirklich der Zürcher und nicht der Herr Zürcher. Gut, aber damit ist die Frage von dem anderen noch immer nicht gelöst. Aber okay, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gilt alles als richtig. Okay, Kapitel 95. Sind Sie bereit? Gut, anschnallen. Kapitel 95 ist ein Kapitel, das mich und viele wie ich besonders anspricht, weil wir hier jeden Freitagabend schön angezogen, frisch, gewaschen, geduscht, gedeodorant in die Synagoge kommen und dann miteinander mit diesem Kapitel eigentlich den Schabbat eröffnen. Dieses Kapitel hat natürlich Existenzrecht ohne Zusammenhang mit Schabbat. Das Wort Schabbat wird auch nicht erwähnt in diesem Kapitel. Wir haben, scheint mir, letzte Woche das Kapitel 92 war es doch, in dem wir gesagt haben, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, das, eben das Lied für den Tag vom Schabbat, das war Kapitel 92. Hier im Kapitel 95 wird kein Wort erwähnt über Schabbat, zumindest auf den ersten Blick. Und dennoch heute, wir werden gleich versuchen zu sagen, seit wann das so ist, heute beginnt mit diesem Kapitel 95 der Gottesdienst von der Kabbalat Schabbat. Und Kabbalat Shabbat bedeutet der Empfang des Shabbat. Wir empfangen den Shabbat mit diesem Kapitel. Es ist merkwürdig, weil das ist das Kapitel 95. Nachher geht es weiter 96, 97, 98, 99. Das wären dann 5, 6, 7, 8, 9, 5 Kapitel. Dann kommt ein weiteres Kapitel, aber das ist dann nicht das Kapitel 100, obwohl bei den Sfaradim wird dann das Kapitel 100 gesagt, das sechste Kapitel. Bei uns nicht, jetzt bin ich nicht mehr sicher, 29, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Und dann kommt Lecha Dodi, das gesungen wird. Und erst nachher kommt das Kapitel 92, also als ob wir ein bisschen rückwärts gingen, also von 95 auf 100 und dann zurück zum Kapitel 92, 93. Okay? Und tatsächlich, historisch gesehen, ist es auch so, dass bis vor circa 500 Jahren, vielleicht sogar weniger, 400 Jahren, also zur Zeit von Ari HaKadosh in Tzfat, nach der Inquisition in Spanien und der Vertreibung der Juden, die dann zum Teil auch nach Israel kamen, nach Tzfat, hat man dieses Kapitel gar nicht, hat gar nicht gehört zum Schabbatgebet. Man hat gleich begonnen mit dem Kapitel 92 und 93, das passt sehr gut. Dann kam das Lecha Dodi dazu und allmählich auch diese Kapitel. Es ist immer so faszinierend, wenn man in ein Bet Knesset kommt, wo man einen anderen Rhythmus betet. Da kann man sehr viel lernen. Ich zum Beispiel, weil eine von meinen zwei Schwiegertöchtern abstammt von einer halb tunesischen und halb italienischen Familie, habe schon manchmal das Privileg gehabt, bei meinem, wie nennt man das auf Deutsch, der Vater von meiner Schwiegertochter, gibt es dafür einen Ausdruck auf Deutsch? Wie nennt man das? Gegenschwieger. Wie bitte? Wir sagen Gegenschwieger. Ah, Gegenschwieger. Ja, wir verstehen uns aber gut. Ja, genau. Aber wie wird man Chutan? Das ist ein schöneres Wort, muss ich sagen. Okay, Gegenschwäger. Okay, der Herr della Torre, wie er heißt. Und dann gehe ich mit ihm in die Synagoge in Ramat Gan am Freitagabend
Und er ist dort sozusagen der Hauptvorbeter. Und da sagt man dieses Kapitel 95 gar nicht. Und auch das Kapitel 96 nicht. Man beginnt gleich im Kapitel 29, Lachadodi, und dann 92, 93. Und da kann man klar sehen, dorthin ist es nicht. Nach Italien kam dieser Brauch, dieser Minhag nicht. Hat sich aber in vielen Gemeinden ausgebreitet. Und bestimmt im aschkenasischen Weitraum. Wir beginnen also mit Lechun Ranenah. Aber Lechun Ranenah, auf Deutsch, geh, lass uns loben, lass uns singen, dem Ewigen, lass uns musizieren. Und was sie alles dafür Worte dort haben, ja auch zum Beispiel nicht alles. Lezur Yishenu, dem Felsen unserer Hilfe. Wir sehen schon den Schabbat an als Yishenu, also unsere Hilfe, unsere Befreiung von der Last des Alltags und vor der Fessel des Alltags. Und wir freuen uns über diese Befreiung in diese heile Welt des Schabbat. Und deshalb, jetzt, wo wir uns da zusammenfinden mit Knesset, sind wir überglücklich. Und jede Gemeinde hat eine andere Melodie. Wenn ich da zu Marokkaner komme, dann hört es sich etwa so an. Lechu niranena l'Adonai n'aria l'zur yishenu nekadem afana v'betoda bizmirot n'aria lo. Und so weiter. Aber wenn ich da in München in die Synagoge komme, am Jakobsplatz, muss ich mal schauen, ob ich mich jetzt erinnere. Lechu niranena l'Adonai Nariya letzur yishenu nekadem afanav betoda bizmirod nariya lo. Also Sie sehen schon den Unterschied bei den Kulturen, aber das ist genau das Schöne, dadurch, dass wir jetzt alle wieder in Israel uns zusammengefunden haben. Man geht über die Straße, da kommt man ein bisschen nach Marokko, man geht über die andere Seite, ist man ein bisschen in Deutschland und so weiter. Und heute ist natürlich sehr in der Mode die Melodie von Rabbi Shlomo Karlebach, der dem ganzen Kabbalat Shabbat seine besondere Art von Nigunim, die eine Vermischung ist von Chassidisch und auch ein bisschen Jekisch, hat so seine besondere Melodien eingegeben in die Kabbalat Shabbat. Und bei ihm heißt es dann Lechu niranenah l'Adonai n'aria letzur yishenu nekadema fanav betoda nari bizmirot nari yalo. Und dann wird auch viel gesungen und getanzt, und auch dieser pathetische Anfang bei Karlebach, der bringt uns auch in diese Atmosphäre von Schabbat. Wir empfangen Schabbat, wie wir einen wichtigen Gast jetzt empfangen. Wir empfangen Schabbat, wie man einen König oder eine Königin empfängt. Und deshalb auch all diese Melodien, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und wiederum die große Freude. Okay, ich werde Ihnen auch am Ende vom Shiur, der eigentlich schon sehr nah ist, wenn Sie einverstanden sind und wenn die Anna dann auch bereit ist dazu, werde ich Ihnen gerne diese Passage von Karlebach abspielen lassen. Er wird dort die ersten zwei Psukim oder vielleicht drei, vier Psukim singen und dann aber auch die letzten zwei. Jetzt schauen Sie, grosso modo, die Kapitel 95 bis 99 haben alle dieselben Motive. Es ist das Motiv der Schöpfung der Welt. Die ganze Natur freut sich und macht damit. Die Bäume und die Flüsse. Die Natur, die ja natürlich in 6 Tagen geschaffen wurde, und jetzt kommt der 7. Tag. Nicht umsonst sagen wir gerade 6 Kapitel, parallel zu den 6 Tagen der Weltschöpfung. Und dann das 7. Kapitel, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Kapitel 92. Also die Weltschöpfung. Aber hier ist auch oft das Motiv drin von Malchut, Melech. Gott ist der König. Auch das
passt zu Shabbat, weil wir 6 Tage damit beschäftigt sind, unserer Karriere nachzulaufen und sind Opfer und hospitalisiert allen technologischen Fortschritten, die uns das Leben nicht wirklich leben lassen, sondern uns versinken in all diese technologischen Meshugasim. Kommt der Shabbat, werden wir frei und dann sehen wir plötzlich den König. Wir sehen ihn, wir erkennen ihn und wir besingen ihn. Ein weiteres Motiv in diesen 6 Kapiteln ist natürlich das Motiv von der Gerechtigkeit. Am Shabbat haben wir Zeit, über die Dinge nachzudenken und deshalb ordnet sich alles wieder in der richtigen Ordnung und wir sehen wieder die Zedek, wir sehen wieder die Mishpat, wir sehen wieder die Mishor, vom Wort Yashar, die Ebene, die hier herrscht. Das wird in verschiedenen Arten ausgedrückt und dann immer wieder das Motiv der Freude in verschiedensten Verben und so immer wieder der Aufruf, sich zu freuen über eben das göttliche Königreich. Und damit habe ich 6 Kapitel zusammengefasst, muss aber in diesem 1. Kapitel von diesen 6 noch Folgendes sagen. Das Ende ist ein bisschen, sagen wir mal, machen wir mal so, sogar von hier an, vom 7. Satz an. Schauen Sie sich das mal an. Es heißt hier, Kihu Eloheinu, Vanachnu Amarito, denn er ist unser Gott und wir, das Volk, seine Herde, die Schafe in seiner Hand. Und dann kommt plötzlich eine bedingende Bemerkung in diesem 7. Satz. Hayom, im Bekolot Ishmau. Heute kann es schon so sein, so schön, so idyllisch, dass wir tatsächlich wie Schafe dem Hirten nachgehen. Und der Hirte uns führt, wie als ob wir seine Schafe wären. Das kann heute schon so sein. Hayom, aber nur unter einer Bedingung. Im Bekolot Ishmau. Wenn ihr auf seine Stimme hört. Und hier kommt nun eine kleine Dissonanz rein in dieses so harmonische Vor-Shabbat-Gebet. Nämlich im 8. Satz heißt es plötzlich, Altak Shulevavchem. Also härtet eure Herzen nicht. Kimriva, wie beim Meriva. Meriva ist aber auf Deutsch übersetzt Streit. Bei ihnen steht bestimmt Meriva. Denn das ist auch der Name von einem Ort in der Wüste. Keyom Massa Mariba, wie am Tag von Massa. Und auch Massa ist ein Name eines Ortes in der Wüste, heißt aber auf Deutsch übersetzt die Prüfung. Wir haben Gott geprüft und die Probe gestellt sozusagen. Und dann heißt es im 9. Satz, eure Väter haben ihn doch versucht, obwohl sie meine Gnadentaten gesehen haben und mein Wirken. 40 Jahre. Ich musste sie bestrafen, indem ich sie 40 Jahre in der Wüste rumtaumeln oder rumirren lassen musste. Ja? Denn sie erkannten meine Wege nicht. Sie erkannten meine Wege nicht. Und im 11. Satz, ich habe geschwört in meinem Zorn, dass die nie zu meiner Menucha kommen werden. Schauen Sie mal das an. Im Jevoun El Menuchati, die werden nie zu meiner Ruhe, zu einer Menucha kommen. Jetzt, was ist Menucha? Menucha ist Ruhe, zu meiner Ruhe. Und was ist damit gemeint? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wort Shabbat wird nicht erwähnt in diesen 6 Kapiteln. Aber hier steht Menuchati, meine Ruhe. Das hat schon was mit Shabbat zu tun. Ruhe, ja, der Ruhetag. Aber hier bedeutet das Wort Menucha nicht Shabbat, sondern hier bedeutet es Eretz Israel, das Land Israel. Denn bekanntlich war ja der Schwur von Gott in der Wüste, nachdem die Kundschafter zurückkamen, aus ihrer 40-tägigen Kommissionsreise, da kamen sie zurück und haben gesagt, ja, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das Land ist gefährlich. Und dann war die Strafe doch, diese Generation darf nicht ins Land.
Das wird hier erwähnt. Ich habe geschwört, ich, das ist Gott, ich habe geschwört in meinem Zorn über die Sünde der Kundschafter, dass die werden nie, die, das ist die Generation von denen, die ausgezogen sind aus Ägypten, die werden nie zu meiner Ruhe kommen. Nicht zu ihrer Ruhe. Es ist nicht die Rede von, die werden nicht zu ihrer Ruhe kommen. Die werden nicht zu meiner Ruhe kommen. Meine Menucha. Und was ist meine Menucha? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das steht in der Tora. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, in welchem Kapitel. Wo war das jetzt schon wieder? Wirklich interessant. Da. Im fünften Buch, das müssen Sie aufschlagen, im fünften Buch, ich mache es hier auch, im fünften Buch, im zwölften Kapitel, zwölftes Kapitel, und zwar der Satz 9. Ich bitte Sie, das aufzuschlagen bei Ihnen. Und hier im Satz 9 heißt es, Kilo vatem ad ata el hamenucha vel anachala asher Hashem Elokecha noten lach. Denn du bist, denn ihr seid noch nicht gekommen bis jetzt zu der Menucha, also zur Ruhe, zur Menucha vel anachala und zum Erblande, welches der Ewige, dein Gott, dir gibt. Welche Menucha gibt uns denn Gott? Also man muss dort auch den, man muss dort auch den Kontext sehen und zum Beispiel der nächste Satz, ihr werdet den Jordan überqueren, ihr werdet das Land besiedeln, welches Gott, der ewige euer Gott, euch vererbt und wird euch in Ruhe lassen von allen Feinden ringsherum. Und diese Menucha ist der Shabbat, Entschuldigung, ist Eretz Israel. Aber hier vielleicht müssen wir einen Linkage machen. Nämlich, wir müssen sagen, okay, dieses Kapitel, das Kapitel 95, ist das erste Kapitel von diesen sechs Kapiteln von der Kabbalat Shabbat. Und hiermit ist es das Kapitel, das so auf der Scheide sitzt zwischen dem Alltag und dem Shabbat. Auf der Passage zwischen einer Welt und der anderen Welt. Und immer wenn man sich auf einer Passage befindet, da gibt es ein bisschen Krätze. Da gibt es ein bisschen Probleme. Ja? Sie fahren vom einen Ort zum anderen, sie fliegen vielleicht vom einen Ort zum anderen. Das ist begleitet mit Nervosität, mit Stress. Weil sie verlassen das eine Festland und müssen sich jetzt aufs andere begeben. Und da ist dieses Kapitel der Übergang. Und genau bei diesem Übergang, als das jüdische Volk beim Übergang war vom Auszug aus Ägypten zum Einzug nach Eretz Israel, genau da hat es auch gekriselt. Eigentlich hätte die Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, auch dieselbe sein sollen, die nach Eretz Israel reinkommt. Aber das hat nicht geklappt. Da gab es eine Krise, da gab es einen Fall, da gab es eine Strafe und schlussendlich muss hier erwähnt werden, in diesem Moment der Krise, in diesem Moment des Übergangs, ja, die kamen nicht zur Menucha, die kamen nicht nach Eretz Israel. Und jetzt wollen wir das wieder übersetzen auf unsere Situation. Wir sind ja jetzt am Eingang zum Yom HaMenucha, zum Tage der Ruhe. Und ist denn auch hier die Gefahr, dass wir es nicht schaffen, diese Ruhe des Schabbats wirklich erreichen zu können? Und die Antwort lautet, ja, die Gefahr besteht. Und genau darauf will uns das erste Kapitel aufmerksam machen und sagen, hör zu, es beginnt jetzt Schabbat. Zu Hause habt ihr die Lichter angezündet und du bist jetzt im Bet Knesset, du bist schön angezogen. Alle Vorbereitungen für Schabbat sind getroffen worden. Aber ist die Stimmung wirklich so offen
für die Schabbat-Heiligkeit, für die Schabbat-Wonne, für den Schabbat-Frieden und für den Schabbat, für die Schabbat-Ruhe. Bist du offen dafür? Das ist die Frage von diesem ersten Kapitel. Alltagsschule war fremd, heißt es im achten Satz. Erhärtet eure Herzen nicht, so wie es geschah in Merivah, als die gestritten haben mit Gott und mit Moschee und bei Massa, wie sie Gott erprobt haben und diese Geschichte mit den Kundschaftern. Das soll nicht geschehen. Ja? Erweicht die Herzen vielmehr. Öffnet eure Herzen. Öffnet sie für den Schabbat. Das ist der wahre Sinn des Empfangs von Schabbat, Kabbalat Shabbat. Wie empfangen wir den Schabbat? Ich finde das grandios. Mir gefällt's. Und jeder, der schon einen Kabbalat Shabbat mitgemacht hat in seinem Leben, ob nun jüdisch oder nicht jüdisch, der kann nachfühlen, wie der Gesang und die besondere Stimmung tatsächlich die Herzen öffnet und die Heiligkeit des, der Heiligkeit des Schabbat den Einhalt ermöglicht. Wenn nun keine Fragen sind zu den 6, 7 Kapiteln, die wir heute reingepackt haben. Ich würde gerne was fragen. Ja, bitte, Frau Scherb. Und zwar gerade dieser Vers 11, das verstehe ich nicht, warum der übersetzt wird mit, dass sie nicht zu meiner Ruhestatt kommen, weil wenn ich das jetzt übersetzen würde, Wort für Wort, würde das eigentlich gerade das Gegenteil heißen. Ich schwor in meinem Zorn, dass sie zu meiner Ruhestatt kommen. So würde das doch eigentlich, oder nicht? Kann man das nicht auch so lesen? Moment, ist es so übersetzt bei Ihnen? Nee, ja, wenn ich das Wort weglasse, was da schräg gedruckt ist, bei mir sind alle Wörter schräg gedruckt, die nicht im Text stehen, dann würde da stehen, da schwor ich in meinem Schnauben, wenn sie zu meiner Ruhestatt kommen. Okay, der Übersetzer, wer ist das? Ah, das ist ein Herr Bader. Der Herr Bader? Also der Herr Bader wollte eine Übersetzung liefern, die total worttreu ist. Total. Und hat dort, wo er abgewichen ist von der worttreuen Übersetzung, hat er das mit schräg gedruckten Buchstaben gemacht. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Jetzt, wenn ich worttreu bin, da komme ich genau zum selben Schluss. Welches ich geschworen habe in meinem Zorn, wenn die kommen in meine Ruhe. Das ist wörtliche Übersetzung, zu meiner Ruhe. Bloß ist das ein Ausdruck von Schwur. Und wenn man so etwas schwört, dann meint man, also quasi, ich schwöre, wenn jemand dorthin kommt, ja, also in dem, c'est le temps qui fait la musique, also gemeint ist, niemand wird dorthin kommen. Obwohl das Wort lo nicht im Text steht. Aber das ist gemeint. Das ist Ausdruck von Schwur. Ja? Ich schwöre, wenn dort jemand hinkommt. Also mit gemeint, es wird niemand dorthin kommen. Ja, darf ich noch was sagen? Jeder darf. Fragen sind die Frauen, die über 60 waren, also überhaupt sind die Frauen alle reingekommen nach Eretz Israel? Oder? Eine gute Frage. Die Frauen haben sich generell viel treuer verhalten zu Eretz Israel. Das kann man in verschiedenen Stellen in der Tora sehen. Ob nun die Frauen am Leben geblieben sind oder ob die da... verstehen Sie, das Problem war ja, alle haben dort geweint, als die Kundschafter zurückkamen. Und den Bericht gaben alle, da wurde in allen Zelten wurde geweint. Das heißt, da waren die Frauen auch mit dabei, so viel ich weiß. Und deshalb glaube ich, die kamen auch nicht nach Eretz Israel. Aber wer ja reinkam, das sind natürlich die, die zum Zeitpunkt der Sünde noch keine 20 waren. Die jetzt 60 waren am Ende der 40 Jahre, die kamen schon rein. Die haben die Strafe nicht bekommen.
Noch zwei Sätze zur Elberfelder Übersetzung, damit es auch weg ist. Bitte. Die Elberfelder Übersetzung hat von Anfang das Ziel, die beiden Grundtexte so genau und zuverlässig wie möglich zu übersetzen. Die erste vollständige Ausgabe ist 1871 in Wuppertal Elberfeld erschienen. Und deswegen heißt sie Elberfelder Übersetzung. Aber warum dann nicht Wuppertaler? Okay, okay. Ja, das ist ein Wuppertal Elberfeld ist ein Teil von Wuppertal. Okay, und hat niemand die Verantwortung übernommen für diese Übersetzung? Doch, eine Bibelkommission, also mehrere Leute zusammen, die Übersetzung bis heute immer wieder revidieren. Aha, das ist also weiter aktiv. Und gibt zwei Verlage, die rausbringen und wo die Leute auch zusammenarbeiten. Seriöse Menschen, es gibt seriöse. Es ist jetzt die 30. Textfassung seit Bestehen der Bibel. Wow, wow. Und wie ist dort der letzte Satz übersetzt? Ich habe jetzt nur den Anfang da. Ich habe die ganze Bibel nicht vor mir liegen gehabt. Aha, schade. Okay. Kann man auch reichen. Ich kann es Ihnen sagen. Ja, bitte. Also von 95 ist der letzte Satz: Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe eingehen. Okay. Oder also, nicht in meine Ruhe eingehen sogar. Okay, also das heißt, es ist eindeutig hier übersetzt, obwohl das Wort lo in der Form nicht hier steht, auf Ivrit. Aber es ist ganz klar, das ist die Terminologie, das ist die Formulierung vom Schwur und das ist richtig übersetzt. Und Menucha, wieder meine Ruhe, gemeint Eretz Israel, aber der Übergang hier zu Shabbat ist offensichtlich. Jetzt will ich mich mal erkundigen, ob dann die Anna oder Yechiel noch mit uns sind, weil dann könnte man jetzt zum Schluss einschalten den Rabbi Shlomo Karlebach. Moment, ich versuche mal zu kommunizieren. Bist du noch da? Ah, es kommt schon. Wow, 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 wow. Für heute. Stopp, 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 stopp. Auch nett, aber es ist nicht im Programm.
true. Auch zwei nette Kerls. Aber das war nicht die Idee. Okay. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, danke Ihnen, dass Sie auch heute gekommen sind. Es war mir wie immer ein Vergnügen und sehr lehrsam. Und ich hoffe auch für Sie. Sind noch irgendwelche Bemerkungen da, bevor wir uns abnabbeln? Ja, der Herr Jochanan will was sagen, man hört ihn nicht. Ja, ich habe eingeschaltet. Ich bestätige, dass dieses zur Ruhe kommen, ich dieses Wort das erste Mal richtig verstanden habe. Es ist ein echtes Erlebnis, wirklich auch diesen Zusammenhang herzustellen zwischen Eretz Israel und Schabbat. Und ich meine, gerade die Einführung von diesem Minhag zu dieser Zeit nach dem Vertrieb aus Spanien, von dieser Gruppe von Kabbalisten, die nach Israel kamen, nach Tzfat, die haben das an ihrer Haut gespürt, diese Menucha, diese Seelenruhe, die sie erfahren haben, wie sie nach Eretz Israel gekommen sind, die gleicht in seiner Natur der Seelenruhe, die ein Mensch erfährt, wenn er den Schabbat erfährt. Ich danke für diese Bemerkung. Wollte sonst noch jemand etwas sagen? Tudaraba und Shabbat Shalom. Oh, das passt jetzt sehr gut. Bevakasha, Tudaraba auch euch und Shabbat Shalom und Vorach. Tschüss. Bye bye. Keine